an die zukünftige Generation, Young Generation, wenn ihr den sogenannten Einzelhandel nicht mehr haben möchtet, wenn ihr selber alles machen möchtet, wenn ihr selber Handel treiben möchtet, aus der Garage raus, aus dem Wohnzimmer raus, aus dem Altenheim heraus, dann brauchen wir den Einzelhandel nicht mehr. Wir brauchen keine Fachgeschäfte mehr. Ihr macht ja alles selber. Wollt ihr diese Art von Zukunft? Heute ZDF hat da einige Sachen wieder auf den Weg gebracht und diesbezüglich habe ich jetzt die Kamera angemacht und frage euch, ich frage euch alle, wollt ihr den sogenannten Einzelhandel nicht mehr haben? Wollt ihr nicht mehr in die Stadt gehen, bummeln? Wollt ihr nicht mehr in ein Geschäft gehen, dort kaufen? Weil irgendeine Freundin oder Freund sagt, ey, lass das sein, im Internet ist alles billiger. Was natürlich gar nicht stimmt, aber ist ja egal. Amazon mag ein Fluch sein, Amazon mag ein Segen sein. Wenn also Amazon eines Tages Google, Amazon und Facebook nur noch gibt, wenn es vielleicht auch nur noch Strom aus der Dose, meine lieben Freunde, wir sind irgendwann mal 9 Milliarden Menschen. 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und wir sollen alle Elektroautos fahren. Ich würde mal ganz genau zuhören. 9 Milliarden, sag ich mal, sollen elektrische Fahrzeuge benutzen. So, wo soll die ganze Energie herkommen? Bin gerade bestätigt worden. Wo soll die ganze herkommen? Wir leben jetzt hier schon in Industrie 4.0. Das heißt also, jemand kann angerufen werden, jemand noch hier in diesem Fachgeschäft möchte einen Brief geschrieben bekommen, einen fachmännischen Brief geschrieben bekommen. Jetzt müssen wir hier keinen Schreiber besorgen. Wir rufen da an, dann wird dieser Computer freigeschaltet und irgendwo, ob er in der Badewanne sitzt, im Auto, Straßenbahn, egal wo, auf welchem Planeten auch immer, derjenige würde jetzt in unserem Auftrag, in diesem Computer, den Brief schreiben, den der Kunde braucht und somit könnten wir das direkt ausdrucken. Genial! Es ist genial, ist richtig, aber ist das wirklich eine tolle Zukunft, wenn wir nicht ordentlich damit umgehen? Also wenn wir diese Zukunft, die wir jetzt hier in Händen halten, umändern, das heißt also kein Fachbetrieb mehr, keine öffentlichen Räume, wo wir reingehen können. Heute hatten wir sehr viele, kann am Wetter gelegen haben, erzürnte Bürger, kann auch an der Wahl gelegen haben hier in NRW. Also jedenfalls waren heute sehr viele erzürnte Bürger unterwegs, erzürnte Kunden anwesend, die da wirklich am Knurren waren, falsche Aussagen, falsches Handling. Es ist zu viele zornmütige Ausbrüche gekommen. Ist klar, wenn überall fehlt irgendwo Geld, aber in einem gewissen Bereich, wo 1 Cent, 20 Cent, wenn man da schon Ärger macht, dann ist aber Holland in Not. Bei Preisen 20.000, 30.000, 100.000, egal. Da ist klar, da sollte man, dann ist man ja auf eine Art ruiniert, aber nicht zwischen einem Spektrum von einem Cent bis höchstens 50 Cent. Wenn es da so rumst und kracht, meine lieben Freunde, da fängt man drüber nach oder nachzudenken. Und deswegen frage ich euch, wollt ihr das? Wollt ihr eine Zukunft? Wir, 1966, wo wir da 10 Jahre alt waren, haben die Jetsons gesehen. Die Jetsons haben wir heute. Natürlich nicht so, wie die Jetsons uns damals in der Zeichentrickserie vorgeführt wurden. Aber diese moderne Technik haben wir. Wir schreiten ins Jahr 2017. Wir sind schon mittendrin. Wir feiern sogar 40 Jahre Star Wars. Krieg der Sterne, ein Märchen, was auch mittlerweile verramscht wird durch Disney und durch Kaufhäuser aller Art. Wenn wir eine Ramschgesellschaft werden, eine Pfennigfuchsergesellschaft, wenn wir dem Nachbarn nicht mehr helfen, sondern ihm was verkaufen, wenn der Nachbar einen Hammer braucht, dann kann er ihn bekommen, indem er ihn kauft und dann kommt der Nachbar nachher und verkauft ihm, was weiß ich, den Zement, egal, ihr versteht, was ich meine. Wenn wir uns demnächst nur noch verkaufen, ja, und keine Freunde mehr sind. Wenn wir uns Freunde kaufen müssen, dass die mal gewillt sind, ins Wohnzimmer zu sitzen, mit euch zu schwitzen, mit euch zu reden. Ja, und welche Zukunft soll das denn sein? Sollen wir denn wirklich in so manchen zukünftigen Spielfilmen stehen da 20 Monitore angekettet an einem Holztisch, die sich sogar bewegen? Ja? Sollen wir nur noch Konferenzen führen, so wie ich jetzt hier alleine in diesem Raum mit euch spreche? Hab jetzt hier ganz viele Monitore und ihr schaut zu und sprecht mich an. Möge das die Zukunft sein, mag sein. Wir drehen halt Filme, wir sind Filmemacher und hin und wieder fragen wir uns schon, was haben wir denn da wieder zusammen gemacht? Was hat die Dramaturgie da wieder auf den Weg gebracht? Ja? Wer hat das Szenenbild sich so ausgedacht? Manche Filme sind ja schon haarscharf an so mancher Grenze. Ja?
wenn man so Replay, also wir sind Sci-Fi, wir mögen Science Fiction, wir mögen das. Und in der Welt der Zukunft kann man ja vieles machen. Und wenn man so sagt, so wie die Jetsons, es gibt ja schon mittlerweile fliegende Autos, die halt noch nicht in Serie, aber irgendwann sollen die in Serie. Manche Schauspieler sagen ja auch, du brauchst ein Flugzeug, wer keinen Flugzeugschein hat, ist auch, ne? Also ist halt, aber das ist eine Klientel für sich. Wir sprechen jetzt den normalen Bürger an, den komplett normalen Bürger. Wenn er sagt, ach, weißt du, ich schaffe mir einen Computer an, ich schaffe mir einen Drucker an. So, ihr schafft euch das alles an und dann kommt der große Preis und dann kommen die Schnapper, da wird nur noch geschnappt. Es geht nur eine Zeit lang gut und dann fängt der Ärger an. Ist so, weil irgendwo wird ja immer der Hahn zugedreht, die Elektronik verändert, die Schubkraft verändert, die Einkaufskraft verändert, es wird was verändert und schon beginnt der Ärger mit den alten Sachen. Jetzt haben wir zum Beispiel DVB-T 2.0, das bedeutet, dass sogar manche Sachen weg sind, wie Kika zum Beispiel, ist nicht mehr zu sehen bei DVB-T 2.0. So, dann heißt es, okay, dann steigen wir um auf SAT, dann soll SAT irgendwann auch bezahlt werden. Also wer SAT hat, soll auch plötzlich zahlen. Also auf Deutsch gesagt, auf uns kommt eine Bezahlerei zu. Wir müssen für alles bezahlen. Es geht nicht mehr an dem Weg vorbei. Wir müssen blechen, egal was. Und wenn das die Zukunft sein soll, dass wir solche Fachgeschäfte schließen, wir schließen alle unsere Fachgeschäfte, wir gehen in unsere Wohnzimmer, wir gehen in unsere Garagen, wir gehen in unsere Gärten und fangen dann an, gegenseitig Handel zu treiben. Jeder verkauft jedem was, wenn es sein muss, die Schwiegermutter, ja, oder eine Kneifzange, keine Ahnung. Aber ist halt so. Also wenn das eure Zukunft sein soll, dann frage ich euch recht herzlich, wo geht der Weg hin? Also was soll das? Sind die heute alle gereizt, weil wir zu starken Sonnenschein haben, weil wir zu lange Dunkelperioden hatten? Ich weiß es nicht. Hin und wieder sind die Menschen sowas von gereizt, anstatt fröhlich zu sein, weil die Sonne lacht, weil wir plötzlich 29 Grad haben. Ja, das Wort plötzlich. Man steht morgens früh auf und plötzlich ist Winter. Man steht morgens früh auf und plötzlich ist Sommer. So richtig drauf einschießen können wir uns nicht. Ja? Manche kommen mit manchen Filmen nicht klar. Auf der einen Seite Z-Nation, die Zombies und so weiter. Auf der anderen Art Science Fiction, Star Trek, Star Wars und so weiter und so fort. Und am Ende siegt immer Amazon, wenn man dort eine Figur kaufen möchte. Man behauptet dann, im Netz ist alles billiger, das Kleingeschriebene sieht man nicht. Dann kommt die Ware, dann ist die Ware defekt, dann kann man die Ware aber nicht umtauschen, immer klappt es nicht. Einige brauchen eine Rechnung, dann dauert das, bis die Rechnung kommt. Also im Internet ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Und wenn das zweite deutsche Fernsehen oder ARD irgendwelche Sendungen auf den Weg bringt, wo dann irgendwie irgendwo ein Zeichen gesetzt wird, dass wir auf uns besser achten sollen, geht auch da schon der Kadaus los. Auf eine Art ist richtig, wenn die Zinker, also wenn die Zinkzeichen an den Wänden erscheinen, wie wir uns dann begeben sollen, das stand heute bei Facebook. Natürlich hat man dann irgendwelche Antworten gegeben und dann ging das aber sofort los. Ist es richtig, das Internet ist mehr so ein Hassnetz anstatt ein Netz. Wir hatten das 1995 in der CeBIT auf den Weg gebracht, wir hatten selber alles und wir fanden das super toll, auch mit der Kirchgruppe und das alles. Es war eine tolle Geschichte von 1995 an, aber jetzt... Der Siegeszug 1999 hat heute im Jahre 2017 dazu geführt, dass im Internet wirklich dort überwiegend Hass herrscht. Jetzt waren die Wahlen hier in NRW, schon werden die NRW-Bürger beschrieben, wie seid ihr denn unterwegs, was habt ihr denn da gemacht? Wenn man das Ganze sich anschaut, wie die Politiker sich jetzt gegenseitig selber hassen, ja, und selber versuchen und so weiter, das in die Knie zwingen, sonst klappt er nicht. Weil wenn Schwarz-Gelb jetzt nicht zusammenkommt, dann ist klar, haben wir Neuwahlen, weil die SPD auf keinen Fall mit der CDU zusammenarbeitet. So ungefähr sieht es im Moment aus. Also das heißt, nach einer Wahl ist vor einer Wahl und während wir gewählt haben, was kommt dabei raus? Richtig, Ärger. So, wir in NRW sind halt etwas anders gestrickt. Wir sind an sich ziemlich froh gelaunt, nicht alle. Ist halt so, die Westfäler sind so, die Nordrheiner sind so. Das ist eben so. Wir werden immer getrennt zwischen Rhein und Ruhr. Und sind dennoch eins der größten Länder hier mit eins der größten Kopfzahlen. Wir hier alleine schon sind zwischen 540 bis 560.000 Bürger hier in diesem Umkreis. Hier in dieser kleinen Region habe ich noch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, knappe 50.000, 60.000 können jetzt hier in diesem Umkreis sein, mag sein, denn wir sind ja alle irgendwie unterteilt, ländlicher,
städtlicher und so weiter und so fort, näher liegend an der Autobahn, weiter fortführend von der Autobahn und so weiter und so fort. Also wenn ihr wirklich eine neue Zukunft wollt, ohne Einzelhandel, wenn ihr eine Zukunft haben wollt, ohne Geschäfte, dass ihr alle selber Geschäfte macht, dass ihr aus den Garagen verkauft, aus den Gärten und aus dem Wohnzimmer oder aus dem Altenheim, um euch da was beizuverdienen. Wenn das eure Zukunft ist, wenn ihr das wirklich wollt, und jetzt frage ich euch, ihr habt alles, sag ich jetzt mal so, ne? 9 Milliarden, alle machen, also die 9 Milliarden haben keine Geschäfte mehr, handeln auch nicht mehr, sie handeln alle, ne? Sie verkaufen per App, per Handy, Also der Handel betreibt jeder. Also jeder betreibt Handel mit jedem. Einzelhandel gibt es nicht mehr. Großhandel gibt es dann auch nicht mehr. Ja, und jeder bezieht irgendwo her, keine Ahnung. Und verramscht oder verhekelt oder verhökelt und keine Ahnung. Jedenfalls wollt ihr das. So, jetzt kommt der Hammer dazu. Jeder fährt ein E-Auto. Ja, weil die Herrschaften da oben das so wollten. Wie viel Energie wollt ihr eigentlich aufbringen für die alle, also sag ich jetzt mal, 9 Milliarden E-Autos. Ja, kein Einzelhandel mehr. Nur ihr selbst handelt, nur ihr selbst produziert. Ey, wo soll da die Zukunft enden? Also die Jetsons waren nicht schlecht, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Aber wenn man sich das Ladensterben sich anschaut, wenn man sieht, wie der Einzelhandel kaputt gemacht wird, dank Amazon, ja, wenn man die Reaktion der Kunden merkt, Amazon kriegt alles billiger, ja, dann brauchen wir uns doch nicht mehr. Dann schalten wir Einzelhandel, wir die Einzelhandel betreiben, wir die Läden haben seit 60, 100 Jahren, jetzt in dritter, vierter Generation weiterführen. Ich kenne einen Laden, der wäre beinahe 100 Jahre alt geworden in der vierten oder fünften Generation. Die fünfte Generation macht den Laden zu. 99 Jahre, hat noch nicht mal 100 Jahre geschafft. Ja, ist halt so. Wir haben viele Läden um uns herum, die 100 Jahre, 60 Jahre, 80 Jahre schon Bestand haben, hier in unserem kleinen Umfeld. Und die gibt es so gut wie gar nicht mehr. Sogar unser gibt es hier seit 60 Jahren. Ja, ist halt so. Wir führen das Ganze hier auch schon seit 60 Jahren und haben uns ständig neu erfunden. Geht ja gar nicht anders. So, wenn wir uns jetzt komplett neu erfinden, machen wir den Laden dicht und machen nur noch online. Nur noch online. Mit Industrie 4.0. Dann denken wir uns irgendwie was Neues aus, irgendwelche Maschinen, wo der Mensch hingehen kann. Aber der Ältere, der jetzt alt ist, wo geht der eigentlich dann hin, wenn wir nur noch Maschinen hätten? Ich stehe vor einer Maschine, die druckt, die piepst, die macht Bilder, die macht alles. Eine einzige Maschine. So. Ja, viele Kunden sagen auch, dass die Jugendlichen gar nicht mehr wissen, was eine gelbe Telefonzelle ist. Ja? Oder so ein... Ja? Briefkasten da, ne? Wissen die schon alle gar nicht mehr. Manche wissen auch schon gar nicht mehr, was im Wald lebt. Ne? Wie die ausschauen da im Wald, die da im Wald leben. Ne? Die Tiere, wohlgemerkt. Ja, also wenn ihr das wollt, dann macht weiter so. Dann stirbt alles so nach und nach. Der Einzelhandel stirbt, der Handel selbst stirbt, nur online. Jetzt frage ich euch ernsthaft, was ist, wenn dann der Strom weg ist bei den E-Autos? Und bei eurem Handeln vom Wohnzimmer, Altenheim, Garage, ja, wenn ihr mit euren Online-Läden, ihr die große Online-Einkaufswelt, wenn dann mal für einen Monat der Strom ausfällt. Meine lieben Freunde, wie sieht da der Handel aus? Jetzt kommen hier nicht, dass die Firmen dann auch, die Firmen können sich retten, die Firmen haben Notstrom und so weiter und so fort, ja. Okay, macht, was ihr wollt, ihr habt immer was dagegen, aber es war halt mal so eine Frage.